Hi Leute, der Friede und Segen des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Denkt daran, dass er der Herr über Himmel und Erde und wahre Gott ist, der zu uns ins Fleisch gekommen ist, und für unsere Sünden den Preis zu bezahlen, damit wir vom Tod errettet und gerecht vor dem Vater im Himmel gemacht werden können. Denn es gibt niemanden, der gerecht ist vor Gott, denn alle sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und der Preis der Sünde ist der Tod, den unser Herr Jesus Christus am Kreuz für uns bezahlt hat. Wenn wir ihn als unseren Herrn und Erlöser annehmen und an sein heiliges Werk der Erlösung glauben, dann werden wir von der ewigen Verdammnis im Höllenfeuer gerettet und erhalten das ewige Leben zusammen mit ihm im Himmel. Denn er war der Einzige, der unsere Sünden auf sich nehmen konnte, denn er war der Einzige ohne Sünde. So, heute möchte ich euch noch ein sehr authentisches und beeindruckendes Zeugnis einer Entrückung in die Hölle zeigen. Ich habe es erst kürzlich erhalten von einer Glaubensschwester und Mitglied unserer YouTube-Familie. Ihr Name ist Jamila Kamil. Sie möchte, dass ihr Zeugnis jetzt öffentlich gemacht wird. Und dieses Zeugnis hat es in sich. Wir sprechen hier auch von einer Nahtoderfahrung. Denn Jamila hatte einen tödlichen Unfall erlitten und war über 3 Stunden tot, bevor sie wieder erwacht ist. Hier ist ihr beeindruckendes Zeugnis über ihre Erfahrungen, während sie tot war. Ich heiße Jamila Kamil. Ich bin gebürtige Russin, aber ich lebe seit 3 Jahren in Deutschland und ich bin 27 Jahre alt. Ich habe Jura studiert und bin heute Anwältin. Meine Mutter ist auch Russin, mein Vater ist Jude. Mein Mann hat mich verlassen, als er erfahren hat, dass ich eine gläubige Christin geworden bin. Ich bete für ihn. Ich bereue nicht, dass ich Christin geworden bin. Ich bin auf dem richtigen Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und die Liebe. Ich bin und bleibe Christin. Wie ich Christin geworden bin, das ist eine schreckliche Geschichte, denn im Alter von 24 Jahren habe ich einen schweren Unfall erlitten, bei dem ich gestorben bin. Das war am 22. April 2016. Ich war für über 4 Stunden tot. Um 19.05 Uhr bin ich infolge eines Fenstersturzes aus dem 5. Obergeschoss eines mehrstöckigen Hauses gestorben und um 23.10 Uhr im Krankenhaus wieder erwacht. Die Ärzte wollten bereits meinen verstorbenen Körper in die Totenhalle bringen lassen, als ich plötzlich wieder lebendig wurde. Damals war ich gerade 24 Jahre alt. Ich war eine sehr naive junge Frau und ich habe mich über die Heilige Schrift Gottes lustig gemacht. Ich wollte nichts aus der Bibel hören. Ich dachte, es seien Märchen, ganz so, wie man es in Schule und Medien vermittelt bekommt. Wenn meine Eltern, die sehr gläubig waren, zur Kirche gefahren sind, fand ich es kindisch und langweilig. Stattdessen war ich sehr auf mein Äußeres bedacht. Ich habe mich dauernd vor dem Spiegel angeschaut und fand mich schön. Ich liebte meine Figur, aber ich wusste nicht, wie viel Kraft Jesus Liebe bewirkt. Ich kann mich noch genau an den Tag und die Uhrzeit erinnern. Es war der Abend des 22. April 2016 um etwa 18.55 Uhr, als ich vom Studium nach Hause kam. Ich war sehr erschöpft. Das Studium hat mich gestresst. Mein Mann sagte zu mir, nimm dir ein paar Wochen frei und ruh dich aus. Ich hatte erst vor kurzem erfahren, dass ich Depressionen hatte. Dann jetzt noch die zusätzlichen Sorgen aus dem Studium. Ich brauchte erstmal frische Luft. Ich ging erschöpft zum Fenster, öffnete es und setzte mich aufs Fensterbrett. Aber ich setzte mich zu weit nach hinten, verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts aus dem Fenster des 5. Stockwerks. Ich krachte auf dem Boden und ich dachte, jetzt sterbe ich. Bei dem Aufschlag sind mein Rücken und viele Knochen in meinem Körper gebrochen. Auch mein Schädel war gebrochen und viele innere Organe waren schwer verletzt. Mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Dann verlor ich das Bewusstsein. Nach einer Weile bin ich wieder zu mir gekommen, aber ich sah eigenartigerweise nur Dunkelheit. Es war pechschwarz um mich herum. Plötzlich hat mich eine schlimme Angst überfallen. Ich begann zu zittern. Ich schaute mich um und sah meinen Körper im Krankenwagen liegen. Ich sah, wie mein Mann weinend meine Hand hielt. Ich versuchte, wieder in meinen Körper hineinzugelangen. Ich wollte hineinkriechen, doch es ging nicht. Dann spürte ich plötzlich, wie mich ein sehr kalter Wind nach hinten drängte. Und ich schwebte nach hinten. Ich konnte nichts dagegen tun. Der Wind war eiskalt. Mir liefen Schauer vor Angst und Kälte über den Rücken. Ich wusste, ab jetzt war ich eine Seele, ohne Körper. Der Wind brachte mich zu einem Abgrund. 1000 Stimmen schossen mir durch den Kopf. Jamila, das ist die Hölle.
Der Abgrund hatte eine Breite von etwa 20 Metern. Ein abscheulicher Gestank nach Schwefel und Eisen stieg auf. Ich trat näher an den Rand heran und hörte entsetzliches Geschrei von Millionen von Menschen. Ich wollte nur noch fliehen, doch entsetzliche Kreaturen waren um mich herum und sie drängten mich in den Abgrund hinein. Ich konnte nicht entfliehen. In dem Moment wusste ich, dass es eine Hölle gibt und meine Eltern keine Märchen erzählt haben. Ich fing an, bitterlich zu weinen. Um mich herum war reine Finsternis. Es war pechschwarz. Je weiter ich in den Abgrund vordrang, desto lauter wurde das Geschrei von Menschen, das ich hörte. Der Gestank war bestialisch und wurde ebenfalls immer intensiver. Dann sah ich unzählige Menschen, die in einem Feuersee verbrannten. Es war flüssiges, kochendes Gestein, Lava. Sie schrien und versuchten, aus der Lava zu entfliehen, aber sie kamen nicht heraus. Sie waren schon sehr lange dort, denn sie hatten kein Fleisch mehr. Es war alles weggebrannt. Es waren nur noch Skelette. Ihre Knochen waren schwarz verbrannt. Aber auch ohne Fleisch und Blut konnten sie leiden und sie schrien erbärmlich. Ich sah viele Menschen, die ich von der Erde her kannte und die aus verschiedenen Gründen dort waren. Es hat mir wehgetan, sie leiden zu sehen. Es war ein entsetzlicher Anblick. Ich kann kaum Worte dafür finden, was ich dort gesehen habe. Es war ein unbeschreiblicher Horror. Es ist kaum möglich, die Hölle zu beschreiben. Dieser Schrecken, dieser Qual, das ist unvorstellbar. Wenn ich weinte, sind meine Tränen durch die unglaublich große Hitze sofort weggetrocknet. Ich merkte, wie ich herab ins Feuer fiel. Ich brannte und schrie vor unerträglichen Schmerzen. Ich war jetzt auch in dem Feuersee und ich konnte mit ansehen, wie mein Fleisch von meinen Knochen brannte. Auch meine Knochen verbrannten, bis ich zur Asche wurde. Und dann hat sich mein Körper plötzlich wieder neu aufgebaut. In der Hölle kann man nicht sterben. Man erlebt zwar die ganzen Höllenqualen eines furchterregenden Todes, aber die Seele stirbt nicht, sondern sie wird immer wieder hergestellt, nachdem sie die Todesqualen erlebt hat. Die Todesqualen wiederholen sich immer und immer wieder. Es ist ein endloses Leiden. Dann wurde ich an einen Ort gebracht, an dem Dämonen Menschen folterten. Ich sah, wie verschiedene dieser scheußlichen Kreaturen Menschen auf schlimmste Weise gefoltert haben. Dann erschienen neben mir drei dieser Dämonen. Ich wollte nur noch fliehen, doch sie ergriffen mich. Ich konnte nicht weg. Ich weinte und schluchzte bitterlich. Ich wusste, was mir bevorstand. Ich hatte gesehen, was sie den anderen Menschen angetan haben. Sie nahmen schwere Ketten und fesselten mich damit. Ich konnte mich kaum bewegen. Jede Berührung dieser Dämonen hat starke Schmerzen verursacht. Sie sind schlimmer als alle Monster, die man sich vorstellen kann. Sie grinsten böse und sahen mich hungrig an. Sie wollten mich lebendig auffressen, das Fleisch von meinen Knochen reißen. Dann wurde ich in eine Art Gefängniszelle eingesperrt. Die Zelle war winzig. Es gibt unzählige solcher Zellen in der Hölle. Schlangen krochen über mich, während die Dämonen mich schlugen. Ein Dämon nahm eine Peitsche und peitschte mich damit. Sogar die Peitsche war aus Lava. Das Blut strömte aus meinen Wunden und rannte über meinen ganzen Körper. Ich fiel zu Boden, doch die Dämonen richteten mich wieder auf. Sie spuckten mir ins Gesicht und schlugen mich weiter. Dann schrie ich zu Jesus, »Hilf mir, Herr, hab Gnade mit mir, ich kann nicht mehr. Hol mich hier raus, bitte vergib mir. Ich hab mich über das Evangelium lustig gemacht.« Ganz langsam verschwanden die Dämonen und die Schlangen krochen runter von mir. Ich war sehr verwundert. Dann sah ich ein ganz kleines Licht. Es war weit weg und hat geschimmert in der Dunkelheit. Ich sah es aus dieser winzigen Zelle, in der ich eingesperrt war und gefoltert wurde. Das Licht wurde immer größer und strahlender. Ich konnte das Licht berühren. Ich ging in das Licht hinein. Es hob mich nach oben und plötzlich war da kein Geschrei mehr, kein übler Gestank, kein Feuer, keine Finsternis. Ich sah nur noch Licht. Und plötzlich befand ich mich auf einer goldenen Wolke. Es war so schön, dass ich für immer dort bleiben wollte. Ich schaute an meinem Körper herunter und sah keine Narben, keine Verletzungen und kein Blut mehr. Ich fühlte mich einfach wohl, ganz so, als wäre ich neu geboren worden. Dann sah ich, dass das Licht zu einer Person wurde. Es war Jesus Christus, Gottes Sohn. Er kam zu mir herüber. Ich war so froh und dankbar, dass er mich gerettet hat. Er war es, der Allmächtige. Ich spürte eine zarte Berührung. Er legte den Arm auf mich und nahm mich dann in seine Arme. Es flossen mir echte Tränen über die Wange. Jesus wischte sie ab und erhob dann seine Stimme. Seine Stimme klang heilig und kraftvoll. Er sprach zu mir: Ich vergebe dir.
Du wirst zurückkehren in dein Leben und deine Eltern, deinen Verwandten, Freunden und anderen Menschen sagen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Ich betete. Das war das erste Mal, dass ich vor Jesus gekniet habe. Ich rief: Amen, gelobt sei der Herr. Dann sah ich auf seine Hände. Rechts und links, etwa in der Mitte seiner Hände, befanden sich kleine Löcher. Es waren die Wunden von der Kreuzigung. Jesus rief einen Engel mit einem Schwert herbei. Der Engel hielt meine Hand fest und er brachte mich zur Erde zurück. Mein Körper lag auf einer Krankenstation. Ich sah mich im Koma liegen. Meine Eltern beteten laut. Als mein Mann das Zimmer betrat, unterbrachen sie das Gebet. Ich sah, wie alle um mich herum standen und weinten. Ich hörte, wie die Krankenschwester das Koma beenden und meinen verstorbenen Körper ins Kühlhaus bringen lassen wollte. Da sagte der Engel: Los, geh schnell in deinen Körper hinein, bevor es zu spät ist, und vergiss nicht, um was dich der Herr gebeten hat. Ich stieg also wieder in meinen Körper. Am Anfang hat es sich angefühlt, als ob eine schwere Last auf mir liegen würde. Nach kurzer Zeit stand ich bereits auf, so als ob ich von einem langen Schlaf erwachen und aufstehen würde. Nur es war kein Traum, was ich erlebt hatte. Ich war wirklich tot. Ich bin voller Panik aufgestanden und tippte mich sofort überall an, um zu sehen, ob mit mir wirklich alles in Ordnung war. Und ich konnte es kaum glauben, aber ich war praktisch unverletzt. Ich danke Jesus sehr. Er hat mir nicht nur eine zweite Chance gegeben und mich wieder zurückkommen lassen ins Leben, sondern mich sogar vollständig von den tödlichen Verletzungen geheilt. Meine Eltern weinten vor Freude und riefen: Ein Wunder ist geschehen. Alle Ärzte kamen rein und konnten es nicht fassen. Sie waren sprachlos. Ich fragte den Arzt, ob mein Herz schlägt. Er sagte: Ja, du lebst wirklich. Mein Mann hat es nicht geglaubt. An diesem Tag kamen meine ganzen Verwandten und Freunde. Ich habe ihnen alles erzählt, was ich nach dem Tod erlebt habe, vor allem die Folterungen in der Hölle, und dass ich jetzt an den Herrn Jesus Christus glaube. 5 Monate lang war ich noch in einer Art Schockzustand. Ich war traumatisiert von dem, was ich gesehen und am eigenen Leib erlebt habe. Doch das hat sich dank dem Herrn auch gelegt. Wir gingen alle zusammen zur Kirche und beteten. Ich habe den Heiligen Geist empfangen und mein Zeugnis vor den Menschen kundgetan. Ich habe erzählt, was ich nach dem Tod meines Körpers erlebt habe, wie schrecklich die Hölle ist und wie Jesus mich gerettet hat. Leider hat mich mein Mann verlassen. Er dachte, ich hätte einen psychischen Schaden davongetragen. Aber so war es nicht. Alles, was ich sah, war real. Er konnte es nur einfach nicht glauben. Aber das hat mich nicht von meinem Weg abgebracht, den ich jetzt eingeschlagen habe, nämlich Jesus zu dienen bis an mein Lebensende. Ich bedanke mich täglich bei Gott. Ich werde seine unermessliche Gnade, die er mir geschenkt hat, nie wieder vergessen. Amen. Gelobt sei der Herr, Jesus Christus. Möge Gottes Segen euch alle erreichen, sodass wir einst alle bei ihm im Himmelreich sein können. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn für uns Menschen am Kreuz geopfert hat, damit unsere Schuld gesühnt werden kann und unsere Sünden vergeben werden können, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja! Gepriesen sei der Herr. Gott segne euch.